Ein Vorfall aus ihrer Jugendzeit soll zum ersten Riss zwischen Prinz Harry, 34, und Prinz William, 36, geführt haben. Doch jetzt ist enthüllt worden. Dass der Konflikt zwischen den Brüdern womöglich noch länger zurückliegt. Bereits als Kind soll Harry eifersüchtig auf William gewesen sein. Prinz Harry war schon als Kind eifersüchtig. Britische Express berichtet, sei Prinz Harry wütend darüber gewesen, dass Prinz William ohne ihn Zeit mit ihrer Urgroßmutter verbringen durfte. Harrys Gefühle seien besonders dadurch verletzt worden, dass Queen Mum 101, dem älteren Bruder wesentlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe, so die Royals-Expertin Katie Nicholl. In ihrem Buch Harry, Life, Loss and Love erzählt die Autorin, wie Simone Simmons, eine Freundin der tragisch verstorbenen Prinzessin Diana 36, die Gefühle des jungen Prinz Harry beschreibt. Prinz William stand immer im Mittelpunkt. Ich erinnere mich daran, wie Harry sich darüber beschwerte, dass, wenn er und William mit Queen Mum zusammen waren, immer William im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand, verriet Diana Freundin Simmons der Biografin. Während William einmal im Mahlzimmer neben Queen Mum saß, habe Harry sich in einiger Entfernung selbst beschäftigen müssen. Er wurde besonders wütend, als bei einer Gelegenheit der Butler Sandwiches nur für sie und William gebracht hatte. In einem weiteren Werk, William und Harry, schreibt Autorin Nicholl, dass Prinz William, und nicht Prinz Harry, Queen Mum oft in ihrem Anwesen Clarence Haus besucht habe. Als sie klein waren, wurde William oft ins Clarence Haus eingeladen, um seine Urgroßmutter zu sehen, ohne Harry. Ich bin dann mal bei Uroma. Hat William das jedes Mal angekündigt und seinen Bruder im Kinderzimmer zurückgelassen? Prinzessin Diana habe gespürt, dass dies ihren jüngeren Sohn verletzt habe. Diana war sich bewusst, dass Harry sich ausgeschlossen fühlte, und hatte ihn abgöttisch geliebt.